Guten Tag, ich begrüße Sie bei meinem Vortrag über die Planung von Präsentationen. Es geht dabei um die Belange von Publikum und Umgebung, von Gestaltung der Präsentationsunterlagen und von der Vermittlung der Inhalte. Damit das gelingt, hat ein Schweizer Kommunikationsberater, der Herr Knill, den man auch auf der Webseite knill.com sich anschauen kann, 10 Grundrechte des Zuhörers aufgestellt. Wenn man diese Grundrechte des Zuhörers beachtet, dann kann eigentlich nicht allzu viel schiefgehen. Das erste Grundrecht, das er hier nennt, ist, dass wichtige Informationen gleich am Anfang der Ausführung zu erfahren sind. Dazu zählt, dass man mitteilt, wie lang wird die Präsentation dauern, auf welche Zeit muss man sich einstellen. Es sollte auch eine Agenda vorliegen, wenn die Präsentation sehr umfangreich ist. Es sollte gesagt werden, ob es am Ende ein Handout gibt. Dann können die Zuhörer überlegen, ob sie alles mitschreiben oder ob sie das dann hinterher auf Papier oder in PDF-Form nachlesen können. Es sollte natürlich auch gesagt werden, wie wird mit Fragen verfahren? Kann man die zwischendurch stellen oder wird das am Ende hauptsächlich vorgenommen? Oder kann auch ganz Wichtiges sofort zwischendurch gefragt werden. Ich möchte jetzt nicht alle Grundrechte hier vortragen. Sie können ja meine Präsentation stoppen und sich das in Ruhe anschauen. Und Sie sollten natürlich den letzten Punkt, der hier genannt ist, in besonderer Weise beachten, wenn Sie Ihre Präsentation planen. Bei unzumutbarer Präsentation hat der Zuhörer das Recht, den Raum zu verlassen. Und das ist natürlich, was man unter allen Umständen vermeiden sollte. Damit das nicht passiert, da sollte man sich Gedanken machen, wer kommt da und was erwarten die, die da kommen. Der kulturelle Hintergrund und der Stand an Vorwissen, der muss richtig eingeschätzt werden. Wenn das Publikum unterfordert wird, dann langweilt es sich. Wenn es überfordert wird, dann wird abgeschaltet, dann hört keiner mehr zu und Sie sind da vorne ein einsamer Redner. Man sollte sich natürlich besonders darüber Gedanken machen, wie lang darf der Vortrag sein und was wird in den Vortrag an Folien eingebaut. In den ersten Minuten sind noch alle voll dabei und aufmerksam, aber nach einer halben Stunde, da sinkt der Aufmerksamkeitsquotient auf ca. 20%. Hier ist ein Bild. Und der Text, der da eingebaut wurde, habe ich selbst zugetragen bekommen, als ich Zuhörer einer PowerPoint-Präsentation war. Ich saß auf dem Stuhl, war wohl eingeschlafen und mein Nachbar, den ich schon lange kannte, der stieß mich noch rechtzeitig an, bevor ich vom Stuhl fiel und sagte: Sie haben wohl eine PowerPoint-Intoxikation. Das sollte man als Vortragender vermeiden, dass sowas häufig vorkommt. Man sollte sich dazu eine Checkliste anlegen. Auf der Checkliste sollte stehen, dass man sich detailliert vorzubereiten hat. Man kann diesen Vortrag ruhig komplett ausarbeiten mit längeren Notizen und vielleicht auch festen Formulierungen, die man hinterher verwendet. Aber man sollte das auf keinen Fall ablesen. Was man sich für den Vortrag selbst anlegen sollte, sind kleine Kärtchen mit Stichworten. Man sollte sich vorher den Raum ansehen. Ist der von seiner Größe so gestaltet, dass ein Mikrofon nötig ist? Ist die Projektion von allen Plätzen gut lesbar und sichtbar und man selbst als Präsentierender auch? Man sollte in diesem Raum rechtzeitig den PC und den Projektor testen, der verwendet wird. Sie sehen hier in dem Bild einiges zusammengefasst, was da schiefgehen kann. Man ist schlecht vorbereitet. Die Präsentation ist nicht sinnvoll strukturiert, es ist zu viel Text enthalten und dann steht man auch noch mitten im Bild. Das heißt, die Position des Vortragenden ist schlecht gewählt und der Projektor, der ist so positioniert, dass eben ein Teil der Projektion auf den Körper des Vortragenden passiert. Typografie und Design haben bei Ihrem Vortrag eine besondere Bedeutung. Oftmals können Sie diese gar nicht frei wählen, weil das Unternehmen, für das Sie arbeiten, diese schon fest vorgegeben hat. Es gibt ein Corporate Design und darin enthalten sind die Position des Firmenlogos,
die Schriftenpalette und auch die Farbpalette. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten Sie natürlich dem Layout Ihre besondere Aufmerksamkeit widmen. Eine gute Lesbarkeit Ihrer Folien muss gewährleistet sein. Das Publikum soll nicht durch überflüssigen Schnickschnack abgelenkt werden, entsprechend müssen Schrift und Farbe gewählt werden. Ein Muster für gutes Design sehen Sie links im Bild. Das Design sagt schon aus, von wem das Gerät kommt. Die Schriften sind alle gut lesbar, wenn auch nicht für jeden Zweck geeignet. Man braucht hier kein Logo auf der Vorderseite. Man weiß, wenn man das sieht, dass auf der Rückseite ein Apfel zu sehen ist. Wenn Design und Layout festgelegt sind, dann kommt es auf die Gestaltung an. Wir haben in der Schule bei Sachthemen gelernt, bei Sachaufsätzen und Erörterungen, dass Einleitung, Hauptteil und Schluss enthalten sein müssen. Die Einleitung weckt Interesse. Im Hauptteil stehen die Kernaussagen. Diese Kernaussagen werden im Schluss nochmal zusammengefasst und machen das Ganze dann noch nachhaltiger. Sie sollten dann den Vortrag auch üben. Zuhörerorientierte Redetechnik ist wichtig. Man sollte zwar alles ausgearbeitet haben, aber man sollte das dann nicht ablesen. Man sollte eine klare und einfache Sprache mit kurzen Sätzen und Pausen wählen. Man sollte Bilder gebrauchen, auch in seinen Worten. Man sollte also Geschichten erzählen, Vergleiche bringen und Analogien. Und bei dem Vortrag soll das Publikum einbezogen werden, auch dadurch, dass man oft den Sichtkontakt sucht und nicht den Blick nach unten oder in die Ferne ins Unendliche schweifen lässt. Weniger ist mehr. Beim Vortrag sollte man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Vor 500 Jahren hat Martin Luther schon gesagt, ihr könnt predigen, was ihr wollt, aber predigt niemals über 40 Minuten. Ich habe mich bemüht, diesen Vortrag in 7 Minuten zu beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.